Bauer. Herzlich willkommen hier zum Published Industry Technik Talk zu Produkten, die bewegen. Was ist Ihr Highlight auf der SPS IBC Drives 2013? Wir stellen auf dieser SPS unsere neue Serie A2 Programmable Automation Controller, kurz PAC, vor. Trotz der kleinen Bauform haben wir genügend Performance, um auch für die aktuellen Anwendungen und Automatisierungsaufgaben gerüstet zu sein. Wir von Automata sind Hersteller für Lösungen im Automatisierungsbereich wie auch im Industrial Ethernet-Bereich und sind Mitglied der weltweit tätigen Canon-Gruppe. Was macht das Gerät so besonders? Das Gerät ist ausgestattet mit einer Vielzahl an Erneuerungen. Eine der Neuerungen ist, dass wir auf eine kompakte Bauform Wert gelegt hatten. Ausgestattet ist der A2 mit einem CPU der Serie Intel Atom Multicore oder aber auch i-Serie, welches uns ermöglicht, im lüfterlosen Bereich eine große Performance anzubieten. Der Kunde kann jederzeit auf handelsübliche Schnittstellen wie CAN-Bus oder digitale NOS zurückgreifen, aber auch auf die PC-basierten oder PC-Standard-basierten Schnittstellen wie Gigabit, Ethernet oder auch USB. Unter dem Service-Cover befindet sich eine Mini-PCI-Express-Schnittstelle, welche weitere Schnittstellen ermöglicht. Das O2 kann jederzeit mit unserer Serie A und F-Serie der Panels erweitert werden, um auch eine Visualisierung zu ermöglichen. Wir arbeiten hier mit einer Einkabellösung. Programmiert wird unser Gerät mit Codices, aber auch die Möglichkeit mit umfangreichen Bibliotheken C und C++ sind gegeben. Und wo wird das neue Gerät seinen Einsatz finden? Wir haben aktuell mit vielen Kunden im Bereich der Verpackungsmaschinenhersteller oder auch Holzbearbeitungsmaschinenhersteller das Gerät bereits im Einsatz. Wir hoffen uns natürlich nach der SPS auf weitere Kunden aus dem Maschinenbau wie auch OEM, da wir mit unserer Performance viele zukünftige Aufgaben abdecken können. Vielen Dank für dieses Interview.